Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich darf euch wieder aufs Herzlichste begrüßen. Und wer sich wundert, ja, es kommen wieder unregelmäßig Videos. Ich versuche, Videos zu machen. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich eher Euro Truck Simulator sein, weil das macht mir eben am meisten Spaß. Ich habe gerade auf Landwirtschaftssimulator eigentlich überhaupt keine Lust. Beim American Truck Simulator weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt auf Englisch oder auf Deutsch weitermache. Aber vielleicht werde ich mal noch mindestens eine oder zwei Folgen auf Englisch machen, sodass wir 5 Folgen auf Englisch haben und dann stellen wir vielleicht um. Nichtsdestotrotz. Wir sind in Luxemburg. Achso, und Train Simulator. Ja, Train Simulator. Ja gut, mein Gott. So. 9 Stunden. Da werden wir doch was Hübsches finden. Oder? Und wenn wir so einen langweiligen Generator durch die Gegend schippern. Warte, da kriegen wir 22.000 für. Das geht doch mehr. Da ist doch mehr drin. Freunde. Besser, ne? Ach, Katastrophe. Nee, da geht's zu wenig für. Dann nehmen wir den Generator. Nach Kalle. Es kam wieder ein Update. Ein neues. Licht an. Tor auf. Na. Dankeschön. Ja, wie heißt die Firma denn bitte? Yeah. Zu, ja, haben wir den Namen dieser Firma vielleicht? Ne, ich glaube nicht. Egal. Motor ausmachen bringt's ja auch. Es bringt ja auch nichts da, jetzt reinzufahren, weil ich muss mich ja anmelden. Ich habe den Auftrag ja noch nicht. Deswegen muss ich jetzt da reinfahren. Also, Weisheit des Tages. Motor ausmachen an der Ampel ist schlecht. Bringt vor allem nichts. So.
22.000. Ja, nee, gut. Ja, ich dachte gerade, irgendwas ist doch da komisch. Nein. Sehen wir doch drüber hinweg. Und schnappen uns lieber den Anhänger, Entschuldigung, den Auflieger. Müsst ihr jetzt nur wissen, welcher das ist. Das dürfte... Ah ja, der mittendrin steht. Na, prima. Ah, Richtung Pastor. Das ist einfach nur müssen weiterfahren. Es ist dunkel, ich sehe den halt nicht. Na. Ja. Gut. Schauen wir uns die Route an. Da können wir dann da rausfahren. Ich weiß, dass diese Strecke eigentlich wirklich so unfassbar billig ist, wie sonst was. Aber, ja, wir lassen es so. Ist gut so. Ist besser so. So. Abfahrt. Ich habe mir einen Mod geholt, der verpasst dem normalen Tieflader lenkbare Achsen. Den habe ich gerade mal Probe gefahren. Und ich muss sagen, der Mod begeistert mich richtig. Allerdings verkompliziert er das Rückwärts-Einparken. Das Vorwärtsfahren ist definitiv einfacher und um Hindernisse rumfahren. Nur das Einparken ist schwerer, weil die Lenkung der Achsen lässt sich nicht abschalten. Und das ist halt ein bisschen blöd. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Gut.
finde doch diese neue Straßenbeleuchtung auch deutlich besser als dieses grelle weiße Licht vorher. Dieses Gelb ist etwas angenehmer. Ach so, ja. Ich war wieder verwirrt. Aber dieses Schild steht ja hier rum. So als kleines Gimmick. Ich glaube, es kam mit einem Mod oder so. Wir müssen mal gucken, ob das bei anderen auch steht. Also auf der anderen Seite steht es auch, schaut mal in den... Nee, das ist weg. Ich wollte gerade noch sagen, schaut mal in den Spiegel. Aber dann war es schon weg. Und wo nichts mehr ist, da kann man auch nichts mehr sehen. Aber ich denke, das dürfte klar sein. Was ich mich aber wirklich ehrlich frage, ist, warum betreibt man sich eigentlich überhaupt diesen Aufwand und stellt alle 50 Meter auf der Autobahn, wo... Super. Dieses Windows-Update geht mir so auf die Nerven. Da kommt ständig irgendwie so ein scheiß Fenster, wo hier immer unterbricht. Das kotzt mich so an. Wirklich. Ich muss das Problem mal googeln. Wo war ich? Genau, dass man sich diesen Aufwand macht und stellt alle 50 Meter eine Straßenlaterne auf, um die Autobahn zu beleuchten, obwohl man doch selber Scheinwerfer hat. Ich verstehe es nicht. Warum macht man das? Vor allem, es kostet ja unnötig Strom. Fresh Logistics. Das wäre die andere Seite, wo ich bezweifeln würde, ob das eine gute Idee wäre, den jetzt zu überholen.
Aber hier geht's ja noch. Weil auf der anderen Seite ging ja eine Spur so, ging die Spuren ja zusammen und ein bisschen auch nach links. Und da sind zwei Lastwagen nebeneinander sehr knapp bemessen, finde ich. Lassen wir uns den Tempomat mal schön da hochziehen. Der kann das ja eigentlich ganz gut. Da vorne fährt einfach ein Kollege. Ich würde auch gerne nochmal Container fahren. Das wäre ziemlich geil. Ich habe mir nämlich auch einen Mod geholt, den D-Tech Container Trailer. Der ist ja ziemlich geil. Und ich warte mal drauf, bis ich den irgendwo sehe, dass der hier in Traffic auch rumfährt. Was er nämlich, glaube ich, auch soll. Wenn ich die Beschreibung gelesen habe. Findet ihr übrigens im Steam Workshop, aber genaueres zu dem Anhänger, Entschuldigung, zum Auflieger, wenn ich den mal zu Gesicht bekomme. Egal, ob ich den jetzt selber nehme oder in Traffic. Aber ich sag's mal so, es ist morgens 3:52 Uhr. 8 Minuten vor 4. Wir sind auf einer belgischen Ausweichautobahn. Denkt ihr, da ist viel Verkehr? Nee, so läuft's nicht. Weil da reicht der Verkehr halt einfach schlicht und ergreifend nicht aus, damit wir den eben mal zu Gesicht bekommen können. Ist halt so. Aber Kopf hoch. Dafür fahren wir jetzt wieder nach Frankreich und genießen diese wunderschönen Straßen. Herrlich. Wir rollen einfach durch die Gegend.
Hoi. Der Blitz ist auf 90 km/h, nicht auf 70. Also will ich nochmal daran, will ich nochmal erinnern. So, und damit lassen wir auch die Stadt Lille hinter uns. Und begeben uns, also sind somit auf der Zielgeraden nach Calais. Wobei unsere Zielgerade doch ziemlich kurvig ist, wenn ich das mal festhalten darf. Und nein, wir fahren schon wieder nicht über diese Raststätte. Warum der uns da immer drüber schicken will, verstehe ich nicht. Ach so. Ich wollte tanken. Aha. Aber, der schickt uns eh immer da drüber. Nein, aber trotzdem, nur mal so als Erinnerung für mich, ich wollte tanken. Ich glaube, ich war jetzt lange genug ohne Tankstopp unterwegs. 1136 Kilometer. Okay, gut. Aber schaut euch mal diesen Himmel an, der sieht ja geil aus. So, ich mache den Blick an, die Straßenlaternen gehen aus. Hui. Da war ich ein bisschen spät. Ich hätte ein wenig schneller sein müssen. Jetzt habe ich wieder zu lange gewartet. Und blockiere einfach beide Spuren. Das ist sehr gut. Jetzt kommt ein Ansturm. Och Mann. Ein bisschen schneller hätte ich sein müssen. Ein bisschen schneller. Das hätte ja gereicht. Also das war aber aufrig. So, jetzt. Warum der Typ gehupt hat, das hätte ich gerne gewusst.
Oh, der Disponent meldet sich. Ja. Das ist neu. Dass ich das nochmal hören darf, das ist jetzt selten. Warum regt denn der sich schon auf? Ich bin doch gleich da. Für die Ruhe. Ja, bleib halt stehen. Katastrophe. Was mach ich denn? Das ist doch Schwachsinn. Soll ich mich um 1000 Ecken rumkurven? Wenn ich jetzt schon wieder vor einem roten Ampel stehen kann, ist doch auch schön. Ah, dafür hätten wir geile Musik. Von der einen roten Ampel zur nächsten. Auch toll. Ah, jetzt. Gut. Und die Linien sind falsch. Die hätten müssen weiter vorne sein. Naja. Hier ist doch massig Platz. So, wie ihr schaut. Gut. Dankeschön. Ah, und wir haben auch hier wieder eine Garage. Ich vergesse das immer. Aber das ist ja der Vorteil, wenn man multinational unterwegs ist. Ist das nicht toll? Das ist doch toll. So, wo geht's da? Ah, da vorne geht's rein. Gut. Thank you.
speichern. Und wir schauen mal, was jetzt so ein Anschlussangebot wäre. Aha, schaut ihr? Da. Da ist er. Ich bezweifle aber, dass der leere Trailer nur eine Tonne wiegt. Egal. Haben wir hier? Haben wir den hier irgendwo? Nö, schade. Ist er bei den externen eigentlich dabei? Achso, ich sehe hier nicht alle. Ich sehe hier nicht alle. Richtig. Na. Lust auf eine Rücktour. Das könnte die nächste sein. Naja, im Moment steht es mir nicht danach. Also ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und tschüss.